Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Auf die Überholspur, dem Fragenblock der Fahrschule Alpenland. Und heute geht es einmal mehr um die praktische Führerscheinprüfung und dabei um Fragen, die wir immer wieder von dir gestellt bekommen. Falls du andere Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, dann können wir in künftigen Videos darauf eingehen. Bitte denk daran, dass es sich hierbei um österreichische Führerscheinprüfungen handelt und in Deutschland vielleicht andere Regeln gelten. Die häufigste Frage, die wir von euch gestellt bekommen, ist, kann man, wenn man gar nichts weiß, bei den technischen Fragen auch schon durchfallen? Und die Antwort ist ganz eindeutig, nämlich klar, jein. Grundsätzlich ist es so, dass man 3 technische Fragen in Österreich bei der Führerscheinprüfung gestellt bekommt. Wenn man keine davon weiß, dann würde für jede falsch beantwortete Frage ein mittelschwerer Fehler notiert werden. Also in Summe kann man bei allen 3 technischen Fragen einen schweren Fehler bekommen. Und du weißt ja, man darf bei einer Führerscheinprüfung 2 schwere Fehler machen. Die einzige Ausnahme wäre, wenn du es nicht schaffst, bei einer praktischen Führerscheinprüfung das geforderte Licht einzuschalten. In diesem Fall könnte der Prüfer die Prüfung als nicht bestanden bewerten. Also grundsätzlich kann man eine praktische Führerscheinprüfung auch bestehen, wenn man keine technischen Fragen beantworten kann. Eindruck macht es natürlich keinen guten. Damit du bei den technischen Fragen immer die richtigen Antworten geben kannst, haben wir dir eine eigene Playlist hier auf unserem YouTube-Kanal zusammengestellt, die ich dir hier verlinkt habe. Die zweite Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, lautet, wenn das Fahrzeug bei einer Führerscheinprüfung einmal abstirbt, ist man dann schon durchgefallen. Also so schnell geht es nun auch wieder nicht. Wenn dir das Auto einmal bei einer Führerscheinprüfung abstirbt, ist das noch kein Grund, dass man auch deshalb durchfällt. Es zeigt halt, ob du das Auto gut beherrschst. Das heißt, wenn es dir irgendwann einmal abstirbt, dann wirst du wieder neu starten und fährst ganz normal weiter, mach dir darüber keinen Kopf. Wenn es dir bei jeder zweiten Kreuzung abstirbt, das Auto, dann könnte der Prüfer oder die Prüferin schon zu dem Schluss kommen, dass du das Auto nicht beherrschst und deshalb die Prüfung negativ beurteilen. Aber grundsätzlich mach dir keinen Stress, nur weil dir das Auto einmal bei einer Kreuzung abgestorben ist. Wie heißt es so schön? Krone richten, anstarten, weiterfahren. Wir müssen natürlich unter Umständen auch in der Steigung anfahren und mit modernen Autos und Berganfahrhilfe ist das jetzt nun einmal kein Problem. Solltest du noch ein Auto mit manueller Handbremse haben, dann musst du das bitte selbst vorher üben. Wir haben leider in der Fahrschule nur mehr Fahrzeuge mit elektronischer Handbremse im Fuhrpark. Beim Anfahren in der Steigung darf das Fahrzeug jetzt nicht rückwärts rollen. Das musst du eben mit der manuellen Handbremse ein bisschen üben. Also ein ganz kleines Stückchen rückwärtsrollen wird toleriert. Aber wenn man vor allem ein Fahrzeug hinter sich hat, dann sollte man sicher anfahren und ohne rückwärts rollen. Die dritthäufigste Frage, die wir gestellt bekommen, lautet, gibt es eine Standardstrecke, die Prüferinnen oder Prüfer immer wieder fahren? Wir haben leider in Kärnten rund 80 Prüferinnen und Prüfer, die ganz unterschiedliche Strecken fahren. Wir versuchen dir in der Ausbildung natürlich so viele Strecken wie möglich zu zeigen, aber alle möglichen Varianten schaffen wir in der begrenzten Zeit leider nicht. Manchmal, wenn man Glück hat, fahren die Prüferinnen und Prüferinnen den ganzen Tag die gleiche Strecke, da kann man sich dann schon von seinen Kollegen den einen oder anderen Tipp holen. Eine Frage, die wir auch häufig gestellt bekommen ist, wenn ich mich einmal verschalte, ist das ein schlimmer Fehler? Bei der letzten Erhebung der häufigsten Durchfallgründe oder der schwersten Fehler, die bei der praktischen Prüfung gemacht worden sind, hat sich herausgestellt, dass die richtige Wahl des Ganges oft ein Problem darstellt. Wenn du dich jetzt einmal verschaltest, wird das mit Sicherheit kein Problem sein. Aber die ganze Prüfung nur mit einem einzigen Gang zu fahren und so wenig wie möglich zu schalten, das wird wahrscheinlich leider nicht funktionieren. Eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen, lautet, ist es nicht gescheiter, langsam zu fahren und damit weniger Fehler zu machen? Und da muss man ganz besonders aufpassen. Wir haben im österreichischen Prüferhandbuch die Bestimmung, dass man zumindest 80% der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fahren muss. Natürlich nur, wenn es die Straßenverkehrs- und Sichtverhältnisse auch zulassen. Wenn also kein Hindernis im Weg ist, dann müssen wir die erlaubte Höchstgeschwindigkeit annähernd fahren. Das Spannende an dieser Geschichte ist, dass wenn man zu langsam ist, definitiv bei einer praktischen Prüfung auch durchgefallen ist. Das passiert uns manchmal am Motorrad, das eine oder andere Mal im Jahr, aber wir haben das jetzt auch zuletzt bei Autoprüfungen durchaus gehabt. Aber die wohl wichtigste Frage ist, wie viele Fehler darf man denn eigentlich bei einer praktischen Prüfung machen? Grundsätzlich darf man bei einer praktischen Führerscheinprüfung 2 schwere Fehler machen. Sollte dann noch ein leichter Fehler hinzukommen, dann gilt die Prüfung als nicht bestanden.
Ein schwerer Fehler wäre jetzt zum Beispiel, keinen 3S-Blick oder Sicherungsblick zu machen. Auch wenn du die Geschwindigkeit um mehr als 10 km/h, aber weniger als 20 km/h überschreitest, gilt das bereits als schwerer Fehler. Ein schwerer Fehler wäre es aber auch, den Sicherheitsabstand zum Beispiel nicht einzuhalten. Also du siehst schon, es geht unter Umständen relativ schnell. Bei vielen Punkten im Prüferhandbuch können die Fehler maximal zu einem schweren Fehler zusammengezählt werden. Es gibt aber Bereiche, die der Prüfer oder die Prüferin öfters als Fehler anrechnen kann. Beispiel wäre das zum Beispiel bei der Geschwindigkeitsüberschreitung. Hier könnte der Prüfer für jede Geschwindigkeitsüberschreitung einen weiteren Fehler notieren. Bei der letzten Erhebung, die gemacht wurde, um die häufigsten Fehler bei der Prüfung herauszufinden, kam heraus, dass vor allem bei der Verkehrsbeurteilung oft Probleme aufgetreten sind. Was meint man jetzt damit? Zum Beispiel, wenn du eine Kreuzung nicht wahrnimmst oder eine Vorrangsituation falsch beurteilst. Stell dir einmal vor, du hättest auf einer Kreuzung Vorrang und bleibst trotzdem stehen. Dann wäre das bereits eine falsche Beurteilung der Verkehrssituation. Auch bei diesem Punkt kann der Prüfer oder die Prüferin den Fehler mehrfach beurteilen. Also man kann mehrere, zum Beispiel schwerere Fehler eingetragen bekommen. Und manchmal fragen uns unsere Kunden auch, ob man denn unbedingt auf die Autobahn fahren muss. Und die Antwort hier ist leider ja. Wenn der Prüfer es entscheidet, kann bei einer praktischen Führerscheinprüfung auch auf die Autobahn gefahren werden. Wir haben bei unseren Fahrzeugen natürlich eine Vignette angebracht, also wir haben eine digitale Vignette. Du müsstest, wenn du mit deinem Privatauto zur Prüfung gehst, dafür sorgen, dass der Prüfer oder die Prüferin auch auf die Autobahn fahren kann, also sprich eine Vignette kaufen. Am Ende der Prüfung wird dich dann der Prüfer fragen, wie du denn deine Fahrt empfunden hast. Und auch hier ist ein guter Tipp, da kann man sich noch ein paar Gutpunkte sammeln, wenn du hier ganz ehrlich deine Meinung sagst und einfach das sagst, was dir eben bei der Führerscheinprüfung aufgefallen ist. Wenn man ganz blöde Fehler macht, kann man da leider nichts mehr gut machen und die Prüfung ist nicht bestanden. Aber davon gehen wir nicht aus. Wenn du Fragen hast zu deiner Führerscheinprüfung, bitte schick sie uns. Wir beantworten das gerne in einem der nächsten Videos. Wenn dir diese Videos gefallen, lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und vor allem sag's weiter deinen Freundinnen und Freunden, dass es diesen Kanal gibt. Das würde uns ein bisschen helfen. Wir freuen uns schon wieder, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis zur nächsten Woche und bis dahin schön rechts fahren.